Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Freude, schöner Götterfunken, so sind wir begrüßt worden zu diesem Gottesdienst, den wir noch einmal auf diese besondere Weise in dieser Zeit miteinander feiern. Lieder in der Corona-Zeit, die Ode an die Freude. Der Mond ist aufgegangen und letzte Woche zum Osterfest, Christ ist erstanden. Lieder, die uns in dieser Zeit des Kontaktverbotes verbinden. Und wir spüren die tröstende, die stärkende Kraft der Musik. Ja, und auch, wie sie uns herausführt. Ich glaube, für uns Europäer, da waren es ja wohl als erstes die Italiener mit ihren Balkonkonzerten, die uns das gezeigt haben, wie man sich heraussingt aus der Enge der Wohnungen, heraussingt in eine Hoffnung. Va pensiero, flieg Gedanke, Giuseppe Verdi, Nabucco, so haben sie gesungen und singen sie. Und wir Deutschen? Naja, im Beethoven-Jahr, da haben wir natürlich Beethoven im Ohr, die Ode an die Freude und auch das ja so gut in diesen Tagen auch an die Freude zu denken. Und anderswo, nicht nur in den Fußballstadien, singen sie You'll never walk alone. Wir wollen jetzt auch singen, denn unser ganzes Leben ist ein Lied. Ein Lied, das wir Gott singen. Ich sing dir mein Lied. Das ist ein Lied aus Brasilien. In unserem Liederbuch ist es die Nummer 1. Und wir singen die erste und die dritte und die fünfte Strophe. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Und lasst uns hören, was gesungen wurde an den Ufern zu Babel, als das Volk Israel in der Gefangenschaft war. Psalm 137. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zithern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Doch wie könnten wir ein Lied für Gott auf fremdem Boden singen? Und doch, Jerusalem, meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist.
Liebe Brüder, liebe Schwestern, flieg, Gedanke, va pensiero. Ja, ja, sie fliegen ja nur so, unsere Gedanken in diesen Tagen. Sie fliegen hin zu den Menschen, die wir nicht besuchen können, und sie verweilen bei ihnen, verbinden sich mit ihnen. Sie fliegen sogar über Ländergrenzen hinweg zu Freunden im Ausland. Sie fliegen zu Unbekannten, die wir auf Bildschirmen sehen und deren Ergehen uns berührt. Sie fliegen in Altenheime, sie fliegen in Totengruben. Wir sitzen in unseren Zellen und die Gedanken sind frei. Es gibt keine Grenzen für sie. Sie tragen das Virus nicht weiter, sie haben keine Auflagen, sie sind nicht rationiert, sie sind nicht an Zeiten gebunden, sie sind nicht zählbar, sie sind nicht messbar. Und selbst der Tod kann sie nicht halten. Die Gedanken verbinden uns auch mit denen, die uns hier gestorben sind. Flieg, Gedanke, zieh hin. Was für eine Freiheit. Jederzeit kann ich mich in Gedanken verbinden mit Menschen. Und wenn ich das tue, dann ist es doch immer auch ein Gebet. Gott für dich. Ich schick dir Gott mit. Segen und Frieden. Flieg, Gedanke, va pensiero. Die Gedanken von manchen, die fliegen auch zurück in das alte Leben. Manchmal habe ich das gehört, ich möchte in mein altes Leben zurück. Aber ich habe auch das andere gehört. Größer, schneller, weiter, so hat es ja auch unser Bundespräsident gesagt. So kann es doch nicht weitergehen. Und da machen wir uns Gedanken in unserer Zelle, in der wir jetzt sind. Was müssen wir denn ändern? Was soll anders sein, wenn wir verändert aus dieser Krise herauskommen? Wollen wir wirklich in unser altes Leben zurück? Oder welchen Gedanken halte ich fest über diese Zeit hinaus? Flieg, Gedanke, va pensiero. In der Bibel lesen wir von den Israeliten, die da an den Ufern Babels sitzen, verschleppt im Exil, gefangen. Und sie weinen, wenn sie an Zion, an die Heimat denken. By the rivers of Babylon, where we sat down and wept, when we remembered Zion. Bonnie M., 70er Jahre. Dieses Lied wird in den USA jetzt wieder gesungen. Und es ist ja die gleiche Textgrundlage. Psalm 137. Der Gefangenenchor aus der Verdi-Oper Nabucco. Die heimliche Nationalhymne der Italiener. Va pensiero, zieh, Gedanke, flieg auf goldenen Schwingen. Babel, unfreies Leben, Leben in der Fremde. Da hängt die Zither in der Weide. Und Zion, Heimat, Gott mittendrin und die Lieder, ja, die singen sich von ganz allein aus uns heraus. Babel, Zion, flieg, Gedanke. Flieg nach Zion, flieg dahin, wo deine Sehnsucht wohnt. Da bist du vereint mit deinen Lieben. Da ist Gott einfach da. Da atmet die Schöpfung auf. Da blüht Gerechtigkeit. Und da stehen wir Hand in Hand und teilen das Leben und den Glauben und die Güter und die Gedanken. Ja, flieg dahin, Gedanke, in das Osterland, wo die Hoffnung ist. Was geschieht mit uns in der Zelle
wenn wir unsere Gedanken so öffnen und der Sehnsucht Raum geben. Das Erste, was geschieht, das ist ja, dass die Gedanken sich nicht in Babel fest verkreiseln und immer wieder an die gleichen Mauern stoßen. Sie weiten sich und sie orientieren sich Richtung Sehnsuchtsland, Richtung Osterland, das Reich Gottes, sagt Jesus. Da können sie schon einmal hin, die Gedanken. Und dann schaffen sie eine neue, eine feste Verbindung und dann kommt etwas von Zion nach Babel. Wenn ich weiß, wo meine Sehnsucht wohnt, dann weiß ich auch, wo meine Kraft ist. Gott legt die Sehnsucht doch in uns hinein, als Kompass, um ihn zu finden. Und Gott finden heißt das Leben finden, heißt den Nächsten finden, heißt die Schöpfung finden, Frieden und Heil für alle finden. Darum, flieg, Gedanke, va pensiero, lass dich von dieser Sehnsucht anziehen und herausziehen und zum Guten ziehen. Vertrau der großen segnenden Kraft, die dir entgegenkommt. Und darum, liebe Brüder, liebe Schwestern, lasst uns doch jetzt in dieser Corona-Zeit auch neu nach dem wirklich guten Leben fragen. Und lasst uns Lieder der Sehnsucht singen, nicht auf das alte Leben, sondern auf das, was Gott verheißt, allen Wesen. Das Reich Gottes ist schon unter euch, sagt der Mann aus Nazareth. Amen. Und jetzt wollen wir unsere Gedanken ziehen lassen. Ein Opernchor auf unserer Orgel von Herrn Kampf gespielt, va pensiero.
Lasst uns beten. Wir wollen beten mit Worten von Augustin aus dem 5. Jahrhundert. O Gott, dein Segen und deine Nähe seien mit uns. Wache du, unser Gott, mit denen, die wachen oder weinen in dieser Zeit. Hüte deine Kranken und lass deine Müden ruhen. Segne deine Sterbenden, tröste deine Leidenden, erbarme dich deiner Betrübten und sei mit deinen Fröhlichen. So segne du jeden Einzelnen, wie er es braucht. Lasst uns gemeinsam sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen das Lied singen, We Shall Overcome. Das hat die Strophe We Shall Overcome. We'll walk hand in hand und we shall live in peace. Im Liederbuch die Nummer 300, 1 bis 3. Gott sieht dich ganz und er liebt dich vollkommen. Gott segne dich und Gott behüte dich.
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich möchte auch am Ende dieses Gottesdienstes einladen zu einer Online-Kollekte. Dazu gibt es Informationen auf unserer Homepage und herzlichen Dank. Und jetzt zum Abschluss: Der Mond ist aufgegangen. Rainer Kamp spielt uns die Orgel.